Moin zusammen! Heute werden wir die Jungs hier einfach mal bemalen. Ja, das sind die Perch-Roboter. Roboter. Perch-Roboter. So, die sind so komisch braun. Und das heißt natürlich, wir müssen sie erstmal grundieren. Und das mache ich jetzt. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Ich habe sie grundiert, die drei. Und habe mir überlegt, wir fangen jetzt mit dem hier an. Aber natürlich, wie immer, müssen wir jetzt, die Leute, die hier öfter schauen, müssen wir natürlich vorher was machen. Denn egal, ob man Acryl oder egal, ob ich Acryl oder Speedpaints benutze, ich drybrushe sie immer. Allein schon deswegen, weil man da Details viel besser sieht. Und wie ihr hier sehen werdet, so wirklich erkennen tut man jetzt hier nichts. So, wenn ich da drauf gucke, sehe ich da zumindest ein Auge, was ihr wahrscheinlich gar nicht seht. Und genauso hier, weiß ich gar nicht, seht ihr irgendwo hier den Kopf, das Gesicht? Wahrscheinlich auch nicht. Deswegen werden wir die erstmal dry brushen. Ganz simpel und ganz einfach. Dafür nehmen wir uns wie immer weiße Farbe oder auch nicht ganz so weiße Farbe. Das könnt ihr euch aussuchen. Könnt auch ein Grau nehmen oder ein Bone White oder ja, was euch gerade so einfällt. Ja, man kann das ja auch blau machen oder so. Gibt dann natürlich andere Farben, aber das wisst ihr ja wohl auch alles. So, ich nehme jetzt einfach mattweiß. Und wieder mein Pinsel. Und mein tolles Moped hier. Klopp. Oh, so toll ist das gar nicht. Warum geht das nicht? Hey. Ah. So, und damit fangen wir jetzt schon wieder an. Bup, bup, bup. Schreibt mir auch gerne mal in die Kommentare, ob ich all die Schritte hier wieder so zeigen soll. Also, dass ich hier das hier immer mache. Mit dem Pinseln und Drybrushen und so. Oder ob ihr sagt, ach du, das haben wir mittlerweile alle gecheckt, dass du das machst. Das musst du jetzt hier nicht bei jedem Video, bei jedem Modell zeigen, erklären, machen. Und damit haben wir ihn auch. Und jetzt müsstet ihr eigentlich hier auch ein Gesicht sehen. So ein bisschen. Zumindest. So. Und jetzt lassen wir den ganzen Spaß erstmal trocknen. Ja, so, trocken ist er. Wir werden anfangen mit einem Devastator. So heißen die Jungs hier. Also sprich rot, schwarz, weiß. Und natürlich die Augen und die Lichter. Die machen wir jetzt als erstes. Oder den machen wir jetzt als erstes. Und ich habe auch vor, das hier relativ gut hinzubekommen. Ich hoffe es. Ich habe es vor, wie gesagt, da sieht man es. Es wird wieder eine Mischung aus Acrylfarben und Speedpaints. Und ich glaube, wir fangen einfach mal mit dem Schwarzen an. So, machen wir das doch mal. Ja, fertig sind wir. Jetzt nehmen wir uns Blood Red und zwar von den Army Painter Speed Paints und werden damit alles, was jetzt nicht schwarz ist, also was jetzt noch weiß ist, wird jetzt einfach rot bemalt. Ja, den Kopf machen wir mit Holy White und mit Weiß mache ich auch drin die Kanonen. Die haben links und rechts zwei Kanonen und dann kommt Highlord Blue dazu, damit das ein bisschen aussieht, als wäre da ja, Strom oder Plasma oder sowas drin.
Das Auge ist bei den Jungs gelb. Ich halte mich an die Anleitung tatsächlich. Also was heißt an die Anleitung, ne? Ans Regelbuch halte ich mich. Und ich finde, jo, der hat schon was. Das Base noch ein bisschen schwarz machen hinterher. Und dann hat es sich. Dann haben wir schon das erste für Core Space fertig. So, als nächstes nehmen wir uns hier den Live One. Oder Live One? Live One. Die gibt es halt bei Core Space zwischendurch. Die gehören auch zu den Purge. Und da fange ich an mit Lila für die Klamotten. Oder für diese Kutte oder was es hier ist. Vorne hat er noch so zwei extra Dinger, die mache ich rot. Und der Live One selber wird einfach grün. Jo, ist auch ganz nett geworden, die zwei. Kann man mit leben, würde ich sagen, für ein mehr oder weniger Skirmisher oder ja, Brettspiel-Rollenspiel-Mix, was Core Space ja ist. Und jetzt kommen wir zu den ganz normalen Harvester. Die will ich bemalen, wie ihr hier seht. Die sind in so einem, ja, ich würde sagen Kupferbraun, Braun-Kupfer irgendwie. Eine ganz komische Farbe. Ich habe mich dazu entschlossen, von Vallejo das Madeira, Wood Madeira zu nehmen. Von Model Air. Ist auch eine recht flüssige Farbe, muss man immer ein bisschen mit aufpassen. Aber ich denke, das wird ganz gut funktionieren. Aber erstmal müssen ja hier auch wieder Teile mit Grim Black von den Speedpaints gemacht werden. Und ja, da ist halt nicht Tabletop-Figuren sind, sondern Brettspielfiguren, sind die natürlich nicht so detailliert, deswegen ist da das Speedpaint eigentlich relativ cool und außerdem habe ich eine Masse von diesen Robotern. Ich glaube, ich habe insgesamt 15 Harvester, 3 Live Ones und Live Ones und 1, 2, 3, 4, 5, 6 von den Devastatoren und auch noch 3 Zivilisten. Die 3 Zivilisten werde ich im nächsten Video bemalen und natürlich noch 8 Stück von der Crew, also 4 von der einen Crew, 4 von der anderen Crew. Und mein Drucker läuft im Hintergrund auch schon wieder. Wahrscheinlich hört er den. Da mache ich mir gerade ein paar, drucke ich mir gerade ein paar Modelle aus. Denn in Core Space könnt ihr eigene Crews erstellen, eigene Charakter erstellen. Und ja, da kann man dann natürlich auch eigene Modelle für nehmen, ne? Wenn sie halt in Settings passen. So, jetzt machen wir das Madeira drauf. Ihr seht, es ist eine ganz coole Farbe. Ich finde, sie passt auch ganz gut zu den Purge-Robotern. Und ja, jetzt kommt wieder ein bisschen Weiß und zwar für die Augen. Also da werden jetzt in den Augen ein bisschen Weiß reingemacht, ganz normale Acrylfarbe von Game Color. Und vorne haben die auch noch so, ja, so Leuchten, sag ich mal. Da mache ich auch noch mal ein bisschen was Weiß, damit hinterher kann ich die Augen besser machen. Ich hoffe, die Aufnahme ist gut. Irgendwie weiß ich nicht, meine Kamera soll angeblich HD aufnehmen, aber naja, gut. So, das ist jetzt hier so ein bisschen Frickelsarbeit. Ich werde die Augen weiß machen, damit sie hinterher rot werden, denn die Harvester haben rote Augen. Und vorne dieses Licht, was jetzt da in der Mitte noch schwarz ist, das wird bei mir auch so ein Blau geben, wie bei den Devastatoren, das was da in der Waffe drin ist. Ja, und ihr seht, also es geht relativ fix und mit Speedpaints geht es noch ein bisschen fixiger. Und ja, wie gesagt, als nächstes werden die Zivilisten bemalt im nächsten Video. Da kommt das Blood Red, genau. Damit mache ich jetzt vorsichtig die Augen, einfach nur vorsichtig ein bisschen da drauf. Deswegen packe ich das gerade gar nicht irgendwo rein, da ist noch genug drumherum. Genau. Als nächstes kommen so die Augen, zack, zack, zack. Und damit haben wir die 3 eigentlich fast fertig. Highlight Blue noch einmal für, wie gesagt, vorne, ich sag mal den Energiekern. Ich schätze mal, das soll der Energiekern sein. Oh, ein bisschen rausdrücken.
Es reicht schon, wenn da ein paar Blasen kommen, weil mehr Farbe brauche ich ja da gar nicht. Die Modelle sind zwischen 28 und 32 mm. Und wie gesagt, es sind keine Tabletop-Figuren. So, ein bisschen Blau da rein. Du kriegst ein bisschen Farbe, jung. So, die drei Dinger hier noch. So, dodo. Ja. So, das haben wir jetzt auch. Und ich bin zufrieden. Der sieht doch schon bösartig aus. Bleiben nur noch... Was habe ich gesagt? 14. Müssten noch 14 bleiben. Ah ja. Aber gut. Was tut man nicht alles für ein schönes Spiel? Ich hoffe, euch hat das Video hier gefallen. Lasst gerne ein Abo da. Würde mich freuen. Würde den Kanal freuen. Und schreibt gerne in die Kommentare, ob ihr eure Core Space Figuren auch so bemalt habt, vielleicht anders bemalt habt, ob ihr das Spiel überhaupt kennt. Ich kannte es tatsächlich bis vor kurzem nicht. Gut, ihr Lieben, ich wünsche euch was und sag mal, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.